Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem neuen Sendeformat der Chefsache Business Lounge. Wir melden uns hier aus dem wunderschönen Luitpoldpark in Lindau. Genauer gesagt befinden wir uns hier bei der Bayer-Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft. Liebe Zuschauer, wir haben uns überlegt, dass wir über Themen der Wirtschaft sprechen möchten, die Experten mit uns diskutieren. Und heute möchten wir mit einem Thema anfangen, welches tatsächlich ein Milliardenmarkt in Deutschland ist. Im Profisport würde nichts gehen, genauso wenig wie im Breitensport. Kurzum, es geht um das Thema Sportsponsoring. 3 Milliarden Euro, so viel geben Unternehmen insgesamt für Sponsoring aus. 2/3 der gesamten Sponsoring-Investitionen fließen in den Sport und der größte Teil davon in die Fußball-Bundesliga. Die Vereine erhalten durchschnittlich 7 Millionen Euro von ihrem Hauptsponsor. Am meisten kassiert der FC Bayern München. Hier zahlt der Hauptsponsor 28 Millionen Euro. Der wichtigste Partner ist Volkswagen. 16 Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga werden mittlerweile von VW unterstützt. Volkswagen erreicht darüber nahezu alle Zielgruppen und das weltweit. Denn Fußball ist in den meisten Märkten Volkssport Nummer 1. Dazu ist er hochemotional, nicht elitär und passt somit perfekt zur Marke. Der VfL Wolfsburg ist eine hundertprozentige Tochter des Konzerns und somit das, was Kritiker einen Werksclub nennen. Dazu zählen auch Leverkusen, Hoffenheim und Leipzig. Wer viel zahlt, hat auch viel Einfluss. Doch die Mehrheit der Stimmanteile ist nicht käuflich. Sie muss beim Verein bleiben. Das besagt die 50-plus-1-Regel. Aber für 3 Vereine gilt sie schon nicht mehr. Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen. Wird die Regel weiter aufgeweicht? Wie weit gehen die Clubs, um konkurrenzfähig zu bleiben? Wie weit gehen sie auf der Suche nach immer neuen Einnahmequellen? Verkaufen die Vereine am Ende ihre Seele? Ja, liebe Zuschauer, unser Thema heute hier in der Chefsache Business Lounge Sport, Sponsoring und die Experten bei mir sind, die möchte ich gerne vorstellen. Zum einen erstmal Christoph Frey, Leiter des Kulturprozent bei dem schweizerischen Einzelhandelsriesen Mikro. Schön, dass Sie da sind. Direkt daneben Markus Rehek, er ist Geschäftsführer beim TSV 1860 München. Und last but not least Karl Christian Bay, Geschäftsführer dabei Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft und zudem ja auch Vorsitzender des Verwaltungsrates von 1860 München. Ja, aber lassen Sie uns doch gleich mal starten mit einem unschönen Kapitel. VW steigt aus. Ende Juni ist es soweit. Als Sponsor, was ist denn jetzt eigentlich der Grund? Der Abgasskandal oder der Tabellenplatz? Nein, der Sachverhalt betreffend Volkswagen ist viel simpler. Der Vertrag läuft aus zum Saisonende und er wird nach derzeitiger Perspektive nicht verlängert seitens Volkswagen, weil aufgrund des Überdenkens der Sponsoring-Aktivitäten des Volkswagen-Konzerns auch das Investment bei 1860 auf dem Prüfstand steht, wie bei vielen anderen Vereinen auch. Aber es hat mit der sportlichen Leistung an sich jetzt erstmal nichts zu tun, sagt Volkswagen. Nein, ich denke tatsächlich, dass insbesondere im Fall Volkswagen sichtbar wird, dass in den Zeiten von Unternehmenskrisen auch die Gelder, die im Bereich Sponsoring als Marketingaufwand fließen, neu allokiert werden. In dem Fall tatsächlich nicht nur 1860 leiden wird, sondern die ganze Fußball-Bundesliga davon betroffen sein wird, weil, wie wir eben im Beitrag gesehen hatten, Volkswagen ein sehr starker Sponsor des deutschen Fußballs ist. Ja, was bedeutet denn das jetzt eigentlich für den deutschen Fußball, Herr Rehek, wenn jetzt ein so großer Sponsor aussteigt oder seine Aktivitäten überdenkt? Ja, es hat schon gewisse Einflüsse, insbesondere wenn man dann überlegt, dass DFB als auch DFL damals entschieden haben, dass die 50-plus-1-Regel nicht nur mit dem Fall Bayer Leverkusen im Grunde gebrochen wird, sondern insbesondere auch mit dem VfL Wolfsburg, der ja im Grunde komplett von dem VW-Konzern lebt und unterstützt wird. Für die anderen bedeutet es erstmal, dass ein sehr potenter, großer Partner, über den wir stolz sind, den auf der Brust tragen zu dürfen, ab der neuen Saison nicht mehr bei uns Partner sein wird, voraussichtlich, oder ja, kann man ja sagen, dass es mittlerweile dann auch so kommuniziert worden ist. Mhm. Das heißt, wir verlieren natürlich nicht nur ein Logo auf der Brust, sondern wir verlieren natürlich auch ein Stück weit eine große Erlösquelle. Na klar. Wenn das Geld fehlt, was passiert dann in dem Verein? Uns dann geht es erstmal nicht so direkt, weil wir haben einen Vermarktungsvertrag mit der Firma Infront und die garantieren uns eine Mindestsumme im Sponsoring
pro Jahr, pro Saison. Das heißt, der Druck liegt natürlich erstmal auf dem Vermarktungspartner Infront, aber natürlich tun wir alles gemeinsam, um schnellstmöglich dann auch die Lücke zu schließen und einen neuen Partner an unserer Seite für unsere Brust zu finden. Wie stark verschweißt denn eigentlich ein solcher Sponsor mit einem Verein? Oder ist das sauber getrennt und der eine hat im Prinzip nichts mit dem anderen zu tun, sondern man profitiert eigentlich quasi von einer Marketingleistung? Ja, ich glaube, das ist wie überall abhängig von den handelnden Personen. Das ist dann im Grunde auch ein Geschäft unter Menschen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie beide Parteien das leben. Der Verein sollte einen Partner, einen Sponsor halt auch nicht nur als Geldkuh begreifen oder als Darlehensgeber oder sonstiges. Und der Partner sollte den Verein auch in der Regel so begegnen, dass er erkennt, was er mit diesem Verein hat, welche Geschichten er erzählen kann und nicht nur einfach dem Ziel folgen, irgendwo ein Logo zu platzieren. Das Erstaunliche ist ja in der Tat, welche Summen überhaupt von Geldern notwendig sind. Mhm. Es gibt Sponsorengelder, es gibt Fernsehgelder und so weiter und so fort. Natürlich auch noch von den Fernsehsendern gibt es auch noch Geld. Wo das ganze Geld hingeht, das würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren, liebe Zuschauer. Sie vielleicht auch und dazu gleich mehr nach der Werbung. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei unserem neuen Format Chefsache Business Lounge. Wir diskutieren hier mit Experten heute über das Thema Sportsponsoring. Vor der Werbung habe ich es kurz angesprochen. Unsummen werden dort vertilgt in der Bundesliga. Erklären Sie mir mal, Herr Rieck, wo geht das Geld eigentlich hin? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Ja. Sind Sie es am Ende, der was davon abbekommt? Also man muss ja erstmal differenzieren zwischen, über welche Liga ich mich unterhalte. Ja. Man kann im Grunde in Deutschland reden von drei professionellen Ligen. Die erste, die zweite Liga natürlich, die dritte Liga ist auch noch professionell. Insofern, da gibt es schon mal sehr große Unterschiede. Aber Sie haben recht, es ist zu beobachten, dass immer mehr Geld in dieses System reinfließt, wenn man dann auch noch mal andere Länder mit hinzunimmt. Jetzt zuletzt natürlich England mit der Premier League, wo die Summen ja noch ins unglaublichere Stärke stoßen. Muss man einfach auch kritisch mal den Blick drauf werfen, in der Tat, wo geht das Geld hin? Das ganze System krankt an einer Stelle, weil das Geld ja eigentlich nicht in dem Kreislauf drin bleibt, sondern an einer Stelle geht es immer raus. Es geht im Grunde vor allen Dingen in den Spielergehälter oder auch Beratergehälter. Das heißt, da glaube ich, muss man in Zukunft darauf achten, ob man das irgendwo regulieren kann oder wohin es gehen soll. Ich glaube, für Vereine ist wichtig, dass man auch versucht, in die sogenannten Steine zu investieren, also auch schaut, dass man nachhaltig den Verein für die Zukunft aufstellt. Aber ist es nicht so, dass die Guten immer dorthin gehen, wo letztendlich das Geld ist? In der Regel ja. Also ich glaube, das ist menschlich. Wenn ich ein Bundesligaspieler bin oder ein Profispieler mit einer Perspektive, natürlich gibt es irgendwo auch Spieler mit Identität, aber am Ende muss das Paket stimmen. Und wenn ich ein junger Mann bin und ich kriege ein Angebot, wo ich das Dreifache, das Vierfache, das Zehnfache verdienen kann, ich glaube, das ist dann also menschlich, dass man dann irgendwann auch darüber anfängt nachzudenken. Im Immobilienmarkt spricht man von einer Immobilienblase, haben wir eine Spielerblase im deutschen Fußball. Na, weiß ich nicht, ob wir eine Spielerblase haben. Ich glaube, bisher fängt das System das noch sehr gut auf. Klar ist natürlich, dass es anders ist für Zweitligavereine. Also die Zweitligavereine bilden in der Regel auch Spieler aus, die irgendwann eine Perspektive haben für die erste Liga. Und wenn ein Verein aus der ersten Liga winkt, dann wird es schwer, für jeden Zweitligisten den Spieler zu halten. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, dass gerade diese Transfersummen, die man erzielen kann, für die Vereine in der zweiten Liga natürlich auch eine absolute Erlösquelle darstellen. Sagen Sie mal, in Unternehmen spricht man ja eigentlich ja nicht offiziell über das Gehalt, aber man macht es dann am Ende dann doch. Mhm. Wenn ich mir jetzt mal so eine Mannschaft anschaue und unterschiedliche Gehaltsniveaus habe, ist das ein Thema bei den Spielern? Also natürlich wird sich auch da darüber ausgetauscht. Sicherlich hängt man das nicht so an einem Baum, aber es ist natürlich ganz klar, dass es auch in der Mannschaft verschiedene Hierarchien gibt, beziehungsweise auch Gehaltsgefüge, besser verdienende und dann junge Spieler, die insbesondere natürlich noch nicht dieses Gehaltsniveau erreichen. Das ist in der ersten, zweiten Bundesliga, glaube ich, gleich, wobei natürlich erste Liga ein ganz anderes Niveau dann bedeutet. Werfen wir mal einen Blick rüber in die Schweiz. Herr Frey, Sie sind ja wirklich in einer
möchte ich mal sagen, sehr komfortablen Situationen. Sie stelle ich mir so ein bisschen vor mit einem riesen Geldsack und den verteilen Sie Tag ein, Tag aus. Ist das so, wenn man hier der Leiter ist vom Kulturprozent bei der Mikro? Wenn ich die Zahlen sehe vom Hauptsponsoring bei Bayern, dann bin ich ein ganz kleiner mit Mikro. Das ganze Unternehmen gibt 120 Millionen aus für Kultur im engeren Sinn und im Sponsoring auch noch mal ein paar Millionen. Aber es ist sicher nicht so, dass wir diese Dimensionen stemmen könnten. Ich denke, da kann man die ganze Schweizer Liga kaufen als Hauptsponsor von Bayern und wäre dort überall drauf. Nee, wir fühlen uns sehr der breiten Bevölkerung verpflichtet, weil es tönt jetzt vielleicht arrogant, aber Mikro kann man vom Bekanntheitsgrad in der Schweiz. Das ist wie der Papst und Obama, also fast nicht mehr zu steigern. Die Leute kennen das wirklich. Also haben wir eigentlich die Aufgabe, uns sympathisches Unternehmen rüberzubringen. Und das ist so die Hauptabsicht. Jetzt müssen wir nochmal erklären, was genau es mit diesem Kulturprozent auf sich hat. Das mache ich sehr gerne. Ich möchte das ganz kurz machen, dass nicht lang wird. Unser Firmengründer Gottlieb Duttweiler hat damals bestimmt, dass 1% von dem, was an den Kassen piep, piep, piep macht bei der Migros, wieder zurückfließen muss in Form von Kulturförderung, in Form von sozialen Projekten. Und Kulturprozent ist nicht Sponsoring, nichts gegen Sponsoring. Sponsoring ist Mittel zum Zweck, ich gebe dir Geld, du gibst mir dafür das und das. Kulturprozent ist edler unterwegs, aber wir sind auch nicht mehr so mäzenatisch und selbstlos wie auch schon. Aber wir dürfen auch mal was geben in eine Nische, die vielleicht jetzt nicht Millionen begeistert wie der Fußball. Fangen wir mal so, was würde denn ohne die Gelder vom Kulturprozent in der Schweiz passieren? Ja, die Schweiz würde nicht untergehen, aber es würde schon vieles nicht mehr stattfinden können. Wir investieren in die Kulturerhaltung, das geht von Renovationen von Kulturgütern. Wir haben die größte Erwachsenenbildungsstätte mit den Clubschulen, wo die Leute zu günstigen Konditionen Sprachen lernen können oder sich sonst weiterbilden. Und ganz viele kleine Theatergruppen in den Quartieren oder in den Gemeinden, die hätten vielleicht schon ein Problem. Also im Sport, es gibt Clubs, die ich unterstütze mit 15.000 Franken pro Jahr. Das ist existenziell für die. Mhm. Wenn ich die wegnehme, ist es vorbei. Warum machen Sie das? Weil ich es wichtig finde, dass auch Synchronschwimmerinnen ihren Platz haben und so. Das finde ich schön. Es gibt viele Leute, die mögen das nicht. Aber es gibt ganz viele, das ist eine riesen, harte Sportart übrigens. Eine von den komplexesten Sportarten, das kann man mögen oder nicht. Ich nehme immer gern dieses Beispiel. Wenn ich den Limmat Nixon, so heißen die Damen in Zürich, übrigens Weltklasse, 15.000 Franken wegnehme, ist es vorbei. Sie finden es wichtig? Die Sponsoren schauen in der Regel natürlich schon drauf, was sie auch zurückbekommen. Wir wollten jetzt einfach mal sozusagen die Probe aufs Exempel machen. Wir waren in der Stadt unterwegs und wollten einfach mal wissen, wie gut passen denn eigentlich die jeweiligen Sponsoren und die Vereine zusammen? Kommt tatsächlich auch die Werbebotschaft beim Konsumenten da draußen an? Hier mal die Probe aufs Exempel und wir schalten rüber zu meinem Kollegen Sven Jachmann. Servus Rolf und ein herzliches Servus auch an die Runde. Wir sind hier am Marienplatz in Ravensburg und wir gehen jetzt mal der Frage nach, was bringt es eigentlich einem Hauptsponsor, wenn er auf der Brust eines Bundesligisten zu sehen ist? Kann man oder können die Fans dem Verein, den jeweiligen Sponsor, auch zuordnen? Ordnen Sie doch mal die Paare richtig zu. Wow, das ging aber fix. Ja klar. Ich würde sagen, Mercedes sponsert FC Bayern. Okay, dann packen Sie es mal gleich daneben. Okay. Welcher Sponsor gehört zu welchem Verein? Zeit, 2 Minuten. Okay. Alles klar, du bist Fußballfan, oder? Ja. Think Blue, was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Think Blue, was ist das? Kenne ich nicht, keine Ahnung. Okay, gib mal einen Tipp. Think Blue ist VW. Ah, okay. Ach ja, das passt. Ja, da kommt die Telekom zu Bayern. Warum? Keine Ahnung. Weil es so ist, ne? Großes Unternehmen zum großen Club, sagen Sie, ne? Genau. Wir brauchen ein bisschen Knoblauch oder Joghurt. Das machen wir das so. Ehrmann und Knoblauch? Alles klar, stimmt zur Hälfte. Und was ich besonders... Aua! Oh, jetzt fliegen ja alle runter. Jetzt werden wir beschossen. Okay, pass auf. Bayern München und Mercedes-Benz, da fängt schon mal an, ne? Ja.
Das passt leider nicht. Okay, Telekom. Richtig. Jetzt fällt wieder einer runter. Guck mal, Think Blue ist schon runtergefallen. Dabei kann der ruhig da bleiben. Du schlecht. Think Blue stimmt. Telekom wandert runter zum FC Bayern München. Mercedes-Benz wandert dafür wohin? Stuttgart. Ja? Ist ja logisch. Logisch, ne? Zu Stuttgart und dann fehlt nur noch Ehrmann. Zu Freiburg. Zu Freiburg. Immer kennen wir die Emblems, gell? Stuttgart, Freiburg, 1860, Bayern, die kennen wir wenigstens. Und ihr seid Fan von wem? Dortmund. So, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, ist hier doch so einiges durcheinander gegangen, auch gerade eben. Nicht alle waren sich sicher, wer gehört denn da jetzt zu wem? Deshalb sei die Frage erlaubt. Was bringt es einem Hauptsponsor wirklich, so viel Millionen auszugeben, um auf der Brust eines Vereins zu stehen? Deshalb geben wir jetzt wieder ab zu euch in die Runde. Viel Spaß. Ja. Herzlichen Dank, lieber Sven. Ja, diese Frage möchte ich natürlich gleich gerne meinen Gästen hier vor Ort weitergeben. Ja, was bringt es denn überhaupt, wenn ich da jetzt mein Logo auf der Brust habe? Offensichtlich nicht sehr viel herbei. Ja, das kommt tatsächlich drauf an. Es ist entweder eine Frage der Sichtbarkeit, also der Markenidentität, der Markenbekanntheit, die angestrebt wird seitens der Sponsoren, oder gegebenenfalls, das dürfte auch ein künftiger Trend sein, entwickeln die Sponsoren ein feineres Gespür für das Sponsorship und können sich stärker auch mit ihrer eigenen Unternehmensidentität in der Ableitung dessen, was der jeweilige Sportverein verkörpert oder die jeweilige Sportart verkörpert, wiederfinden. Stichwort Unternehmensidentität. Wollen Sie damit sagen, dass es erstmal wichtig ist, dass ich weiß, wer ich selbst bin, damit ich auch den passenden Verein finde? Exakt, exakt. Also ich kann das an einem Beispiel von unserer eigenen Geschichte klar machen. Wir sind selbst Sponsoren im Sportbereich gewesen. Und haben, obwohl für Was uns haben Sie der, gemacht? Das, da komme ich gerade drauf, ja. Und obwohl für uns der Crew-Gedanke ein ganz zentraler ist, also die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter untereinander, haben wir eine Individualsportart gesponsert, nämlich den Marathon am Bodensee. Und das passt nicht. Da übertrage ich eben genau nicht das, wofür mein eigenes Unternehmen stehen soll. Da ist meine eigene Identität nicht tangiert, nicht positiv betroffen. Und so haben wir uns dann tatsächlich für andere Sponsorenaktivitäten entschieden, die tatsächlich zu uns passen und die auch in der Rückkopplung auf uns ausstrahlen. Stichwort Rückkopplung. Also wie merken Sie, dass das Ihnen was bringt? Ich merke das ganz deutlich darin, dass sich bei uns sowohl Kunden als auch Mitarbeiter aktiv mit unserem Sponsoring auseinandersetzen, dass wir nach einem gewissen Entwicklungsprozess jetzt eine sehr hohe Akzeptanz für unser Sponsoring haben, das sicher an der oberen Kante dessen liegt, was wir uns als Kanzlei leisten wollen. Bei dem ich aber tatsächlich auch eine Rückzahlung im eigentlichen Sinne bekomme, weil ich einen dualen Nutzen, nämlich einerseits die Markenbekanntheit und wie auch die Identifikation mit dem sportlichen Ehrgeiz der Sportler in der Übertragung auf unser eigenes Tun erreichen kann. Also wenn ich das jetzt mal übertrage sozusagen auf den Verein, einerseits muss das Unternehmen wissen, für was stehe ich eigentlich, was ist meine Identität, damit ich den richtigen Verein finde, muss es ja andersrum eigentlich bei dem Verein ja auch so sein. Gehen wir jetzt nochmal auf Volkswagen sozusagen zurück. Also der eine ist jetzt weg und jetzt kann ja im Prinzip der nächste kommen. Stehen die bei Ihnen Schlange? Der kann nicht kommen, der muss kommen. Die stehen nicht Schlange, nein. Das hängt natürlich auch immer mit einer Attraktivität ab. Es gibt natürlich die herausstechenden Vereine in der Bundesliga. Da möchte ich auch nicht sagen, dass die Schlange stehen, weil wir haben ja gesehen, 28 Millionen für ein Trikotsponsoring. Da kann ich mir den Schweizer Fußball verkaufen. Also nicht kaufen, aber zumindest. Aber nicht die Schwinger. Nein, die sind viel teurer. Schwingfeste sind unerschwinglich, wobei sie schwingen. Ja, alles klar. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf Augenhöhe befindet und begegnet. Das heißt, der Sponsor sollte idealerweise wissen, für was er steht, seine Ziele kennen und dann entsprechend auch sich einen Partner aussuchen im Sport. Und für Fußballvereine gilt das Gleiche, sich zu differenzieren und auch zu wissen und auch einen Partner zu sagen, dafür stehe ich, abseits von den normalen Attributen, die der Fußball so mit sich bringt. Für was steht 1860? Für eine ganze Menge. Also wir haben, gibt so fünf Wesensmerkmale, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr im Detail drauf eingehen, aber einer der Kernmerkmale ist der Trotz.
Also den Widerständen zu trotzen, wenn man sich die Vereinsgründung anschaut, der Verein ist ja nicht 1860 gegründet worden, sondern 1848, im Jahr der Deutschen Revolution, auch nochmal ein anderer Fingerzeig auf eine bestimmte Genetik innerhalb des Vereins, wurde dann verboten, dem hat man getrotzt und 1860 hat sich dann in dem Jahr dann 1860 auch neu gegründet und das durchzieht sich eigentlich so durch die ganze Geschichte und wir haben jetzt auch wieder ganz viele Themen, denen wir trotzen müssen. Und ja, wir sagen halt, der TSV 1860 München ist eigentlich so, bietet die Heimat für den trotzigen Münchner. Stichwort, wenn man jetzt unten am Tabellenplatz sozusagen rangiert, was geht denn einem persönlich vor, wenn man hier sozusagen für die Zahlen verantwortlich ist? Sagt man, das wird schon wieder oder wird man dann irgendwann mal unruhig? Na, man wird schon unruhig, das unterstützt das ja nicht, weil man ist natürlich gerade im Fußball, anders als bei einem Konsumgüterunternehmen, absolut abhängig vom Sport. Also natürlich geht es sich immer mehr auch ein bisschen unabhängiger von der sportlichen Situation zu bewegen, aber am Ende bist du abhängig vom Sport. Und wenn du dauernd verlierst und wenn du dann die Heimspiele dauernd verlierst, das macht keinen Spaß. Das Essen schmeckt nicht, die Toilette ist dreckig, das Bier schal, das Wetter passt auch nicht. Der Sponsor hat jeden Grund, sich aufzuregen und dann musst du da stehen und wünscht dich vielleicht auch gerne in dem Moment irgendwohin an einen anderen Ort, außer da zu sitzen. Es gibt ja durchaus auch ähnliche Situationen beim Sponsor, der da beispielsweise, liebe Zuschauer, etwas sponsort, was plötzlich in die ganz, ganz falsche Richtung geht. Einen solchen Fall hat beispielsweise auch Herr Frey erlebt und darüber möchten wir gleich sprechen nach der Werbung. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier zur Chefsache Business Lounge. Wir unterhalten uns heute hier mit Experten über das Thema Sport, Sponsoring und haben gelernt, wie wichtig es ist, dass ein Verein auch erstmal weiß, was seine Identität ist, um den richtigen Sponsor zu finden. Aber es gibt, wie so oft im Leben, natürlich Situationen, wo man sich durchaus Gedanken machen muss, ob man noch länger zusammenbleibt zwischen Sponsor und Verein. Und jetzt möchten wir einfach mal auf den Herrn Frey zu sprechen kommen. Also, Sie verteilen Unmengen von Geldern in der Schweiz. Muss man ja einfach mal so sagen. Das eine ist sozusagen im Kultursponsoring-Bereich, aber auch natürlich im Sportsponsoring sozusagen das professionelle Marketing-Sponsoring. Und Sie hatten da mal eine Situation, wo es ein bisschen eng wurde mit Ihrem Engagement. Ja. Was ist denn da ganz genau passiert? Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja, es ist natürlich so, die Migro gehört irgendwie allen in der Schweiz. Es ist eine Genossenschaft. Wir haben Millionen von kleinen Beteiligten am Ganzen. Und deshalb meinen alle, wir müssen es jedem recht machen. Es gibt alle paar Jahre in Einsiedeln vor dieser riesen Klosterkirche das große Welttheater von Calderon. Der ganze Bogen des Lebens wird da abgespielt. Das ist so bedeutend wie in Salzburg der Jedermann. Mhm. Und wir haben das gesponsert. Und wir denken immer, wie können wir Migro verbinden mit dem, was wir jeden Tag machen, mit dem, was auch gesponsert wird. Und sind auf die Idee gekommen, wir könnten so eine Einkaufstüte, auf Dialekt heißt das Sack bei uns, ein Sack, könnten wir Werbung drauf machen für Einsiedeln oder Welttheater. Und kamen auf die Idee, weil dort viel mit Gott und dem und Jesus und dem Heiland zu tun hat, diesen Sack Heilandsack zu nennen. Und kommt übrigens auch als Text vor im Stück und das hat einen riesen Shitstorm, europäischen Shitstorm ausgelöst. Ich habe irgendwie 35.000 Postkarten gekriegt. Unfassbar. Die haben Sie alle beantwortet. Alles Christen, vor allem katholische. Und zum Glück war ich katholisch, ich konnte reagieren, haben sich empört, dass wir den Heiland auf dieser Einkaufstüte mit Heilandsack eigentlich in den Dreck ziehen. Das ging bis Bern. Das hat also im Nationalrat hat das Vorstöße gegeben und ich war stundenlang am Telefon. Ja, und dann, wie haben Sie das gelöst? Ja, ich habe mir einzelne Karten rausgezogen und denen angerufen, so nach Norddeutschland und so. Habe dann festgestellt, sie wissen gar nicht, um was es geht. Sie haben einfach eine Empörungskultur entwickelt, oder? Ohne sich damit zu befassen, oder? Aber sie ist hat stark reagiert und gesagt, ja, die Migros ist ein christliches Unternehmen und einfach hochgepautscht das Ganze. Und alles nur auf Migro, weil wir natürlich diesen Gegenstand, diese Einkaufstüte, bei uns hatten. Ja, das geht dann ein paar Tage, das müssen Sie aussitzen. Und dann ist es wieder vorbei und man mag die Migro trotzdem wieder. Vielleicht noch ein Satz zum, was bringt das Ganze? Es gibt in der Schweiz immer wieder große Umfragen über die großen Firmen und Migro ist immer die beliebteste. Das tönt jetzt blöd, wenn ich das sage. Also irgendwas
merken die Leute, sonst wären wir ja das nicht, oder? Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch. Also wir sind ja hier, ja, in der Grenzregion. Wenn ich in Konstanz, ich komme ja aus Konstanz, ja, am Wochenende einkaufen gehe, da sehe ich unglaublich viele Schweizer Autos. Ja, Abtrünnige. Also die kaufen überall ein, nur nicht bei Mikro. Unglaublich. Völkerwanderung. Ja, und was sagen Sie denn dazu? Jetzt geben Sie so viel Geld aus, auch für das Kultursponsoring, und jetzt gehen die drüben in Deutschland einkaufen. Ich denke nicht, dass es so weit geht beim Einkauf, dass man sagt, die Sponsoren Bayern München oder 1860, ich bleibe nur bei denen. Wenn ich einen Rechtsfall habe, gehe ich nur zu Bay, weil er, vielleicht, ich weiß es nicht, aber das wäre viel. Wenn die Dinge teilweise dreimal teurer sind bei uns als in Konstanz, dann kann ich niemandem böse sein, wenn er trotzdem wechselt. Aber ich sage es schon immer wieder, ein M mehr, sagen wir dem. Bei Migros, also machst du noch etwas Gutes. Aber das funktioniert nicht immer, das kann man nicht beanspruchen. Hier hatten wir jetzt im Prinzip ja noch einen Fall, der am Ende gut ausgegangen ist, aber es gibt natürlich ganz knallharte, brutale Fälle, wenn Vereine, Sportler abtrünnig werden. Also Stichwort Doping, wir haben es jetzt gerade wieder aktuell. In der Ringer-Bundesliga wurde gedopt und so weiter und so fort. Was passiert denn da eigentlich rechtlich? Gibt es dann zwischen dem Sponsor und dem Verein eine Klausel, die sagt, wenn du so einen Mist machst, dann kostet dich das vielleicht sogar etwas oder ich bin sofort draußen? Also man konnte das ja in der Aufarbeitung der Dopingvorfälle im Radsport ganz gut erleben. Also sowohl die deutschen gedopten Sportler als auch insbesondere der Fall Lance Armstrong, dann sind ja breit durch die Schlagzeilen gegangen und dort fordern Sponsoren ja tatsächlich Sponsorengelder zurück. Und soweit ich informiert bin, sind die Rechtsstreite gegen Lance Armstrong immer noch anhängig und werden ihn auch massiv finanziell tangieren. Da geht es insbesondere um Falschdarstellungen und da wird der Sponsor natürlich tatsächlich in seinem Anspruch, den er mit seinem Sponsoring vermitteln möchte, tangiert und zwar negativ tangiert. Es muss ja am Ende passen zwischen dem Verein, dem Sportler und natürlich dem Sponsor selbst. Wir haben jetzt mal einen Sportler aus der Region besucht, der in der DTM groß geworden ist. Und er hat ganz interessante Gedanken zu dem Thema Sponsoring und Profisport. Am Anfang druckst du dir irgendwelche Sponsormappen zusammen, machst du ein bisschen deine Vita, deine Ziele, was machst du, wo könnte der Partner sich präsentieren, Bilder werden zusammengestellt und dann verschickst du Pressemappen oder Sponsormappen. Das Problem ist in den meisten Fällen, in großen Firmen, da kommen am Tag, weiß nicht, 20, 30 Anfragen rein, die landen sofort im Papierkorb. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Vitamin B, sagen wir dazu, ist das, was immer mehr und immer wichtiger ist. Das heißt, du kennst jemanden, der kennt wieder einen und frag doch mal bei dem nach, weil von dem habe ich eine Telefonnummer. So funktioniert das fast einfacher, dass man direkten Kontakt aufnimmt zu den entsprechenden Personen, wenn man sie denn irgendwie erreichen kann. Persönlich vorspricht, zeigen, selber sich verkaufen und ein bisschen seine Situation schildern können. Es ist viel, viel besser, viel, viel angenehmer als ein trockenes Blatt Papier oder eine PDF-Präsentation, die man verschicken kann, aber man muss erstmal den Door-Opener irgendwo herstellen und das ist so ein bisschen das, was das Besondere ist. Die Marke Timo Scheider steht im Motorsport seit vielen Jahren für Erfahrung, für Gott sei Dank guten Erfolg mittlerweile im Top-Motorsport, im Tourenwagenbereich der DTM. Die Partner und Sponsoren aus den letzten Jahren, mit denen kann ich mich heute nach wie vor noch an den Tisch setzen, auch wenn sie es nicht mehr aktuell sind. Da kann man, glaube ich, viele, viele Momente und Situationen hervorrufen, wo man heute noch ein großes Grinsen im Gesicht hat, weil diese Partnerschaft einfach gelebt wurde und ehrlich war. Das ist, glaube ich, das, was in der Vergangenheit mich ausgemacht hat, dass ich diese Partnerschaft zumal ehrlich auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite wirklich leben wollte. Es geht eben nicht nur das klassische Namen irgendwo hinkleben und dann das Jahr abwarten und das Geld kassieren. Das funktioniert nur kurzfristig eben. Ja. Also ich kann am aktuellen eigenen Beispiel gerade sagen, dass der Partner Carrera Rennbahn, also jeder, wie man sie zu Hause kennt, Carrera Rennbahn, haben uns im Jahr 2015 unterstützt.
Und eigentlich hat diese Synergie nicht so richtig stattgefunden in unserem ersten gemeinsamen Jahr. Und bei einem Meeting habe ich gesagt, das passt noch nicht und passt nicht so zusammen. In der Situation, wo wir uns eigentlich auf dem Weg waren zu trennen, ist eine gute Idee entstanden und die hieß dann quasi, ihr habt eine Carrera-Challenge-Tour, das heißt, ihr tourt mit eurer Carrera-Bahn rund durch Deutschland, habt dann eine Meisterschaft, warum können wir das nicht zusammen mit unserem Formel-4-Team bringen in irgendeiner Form? Ja, wie denn das gemeint war? Und dann sage ich, ja, passt auf, ihr macht eure Carrera-Touren vielleicht mal ein, zwei Tourstops bei einem Formel-4-Rennen, seid schon mal quasi dabei. Das ist noch nicht so super begeisternd gewesen, aber daraus dann, dass aus dieser Challenge, die übers Jahr stattfindet, ein Gesamtsieger Ende des Jahres entsteht, könnte man ja machen, dass dann die Top 10 meinetwegen in unserem K-Team mal nochmal eine Challenge ausfahren und da die Top 3 den Weg sogar ins richtige Rennauto schaffen. Und zack, plötzlich war eine Idee geboren und die Emotion war geschaffen und man hat eine Situation gehabt, die vorher sich keiner irgendwie erdenken konnte. Und prompt ist so ein Sponsoring emotional geworden und es lebt. Und das ist natürlich dann eine tolle Sache. Ja, damit wieder zurück. Liebe Zuschauer, ja, herbei, wir haben es ja gerade von Timo Scheider gehört, wie wichtig es ist, dass du eine gute Geschichte auch anbieten kannst. Mhm. Mit einem Logo-Aufdruck ist es nicht getarnt. Haben das die Unternehmen tatsächlich auf der Pfanne? Ich glaube, es ist zunehmend erkannt worden, weil viele Unternehmen im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise gezwungen waren, über ihre Marketing- und Sponsorenaufwendungen kritisch nachzudenken. Und dann fordert man diesen Mehrwert ein und man fordert auch entsprechende Benefits ein und definiert vielleicht auch seinen Anspruch in dem Kontext nochmal genauer. Jetzt haben wir auch vorhin von Timo Scheider gehört, wie wichtig es ist, naja, dass man sich versteht, dass man ein Netzwerk hat, der eine kennt wieder den anderen um die Ecke rum und so weiter. Jetzt sind wir hier auch ein kleines Netzwerk. Der eine hat gerade einen Sponsor sozusagen verloren, der andere hat ein bisschen Geld. Wäre das was für Sie, Herr Verein? Hatte ich gerade schon sogar drüber nachgedacht. Also, gibt da ein München, da sind so alle 14 Tage, sind da Veranstaltungen. Das Geld reicht. Ist auch wie das Leben. Das ist manchmal Tragik, manchmal Komödie und manchmal ein Happy End. Nee, also ganz klar, also ohne Breite gibt es auch keine Spitze. Und es gibt schon Engagements, die auch im Fußball getätigt werden, von der Migros in der Schweiz. Ja. Bei eBay gibt es das, beim FC St. Gallen. Wir versuchen dort einfach unsere Kompetenzen, die Migros hat, reinzubringen. Also wenn sie uns in der Allianz Arena das Catering anbieten, dass wir das machen können, dann kann man drüber reden. Also das sind Dinge, die sich natürlich ideal ergänzen, wenn wir mit unseren Grundfähigkeiten etwas unterstützen können. Von dem her ist das schon nicht ganz abwegig, oder? Oder wir haben ein großes Einkaufszentrum, das wieder gebrandet wird und wir nicht mit Migros fahren. Das ist absolut möglich. Ja. Also Sie können sich ja gleich noch im Anschluss dann darüber unterhalten. Wo geht's hin mit 1860 eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das ist genau so ein Thema, das man lösen muss. Man muss eine Geschichte erzählen können. Es geht, wie wir gerade gehört haben, im Beitrag ja nicht nur um Emotionen, sondern es geht um Storytelling. Und deswegen muss man im Verein, das gilt nicht nur für den TSV 1860 München, sondern natürlich als Sportmarke, als Fußballverein, natürlich auch wissen, wo es hingeht. Um die Frage konkret zu beantworten, kann ich Ihnen momentan gar nicht sagen, sondern wir sind gerade noch in der Stabilisierungsphase. Man hat, glaube ich, medial sehr viel mitbekommen, was da bei uns los ist. Dass wir die Unruhe in uns tragen, ist, glaube ich, auch mittlerweile seit Jahrzehnten gelernt. Ich glaube, es geht darum, dass wir anfangen, wirklich die Situation zu begreifen, nach vorne zu denken. Das heißt, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Das hat sehr viel zu tun, auch mit der Heimat, Stichwort Stadionprojekt. Da gibt es ja, wie man jetzt gelesen hat, erste Ideen und Schritte oder beziehungsweise etwas konkretere. Und natürlich geht es um den Sport. Und da hat man bei 60 in den letzten Jahren nicht alles richtig gemacht. Mhm. Und da geht es in Zukunft darum, möglichst wenig Fehler zu machen, mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, effizienter zu arbeiten, um dann irgendwann wirklich auch zu gucken, dass man den Sprung auf den Zug erste Bundesliga schafft. Weil die Schere zwischen erster und zweiter Bundesliga wird immer weiter auseinandergehen. Sie ist schon weit auseinander, aber ich glaube, sie wird noch dramatisch auseinandergehen. Es gibt auch immer dieses Henne- und Ei-Thema. Also du brauchst Geld, um erfolgreich zu sein. Und wenn du Erfolg bist, dann kommt das Geld. Was ist denn jetzt eigentlich das richtige Rezept? Für den Verein oder für den Sponsor? Ja, für den Verein.
Ich glaube, für den Verein ist es, wie Markus schon gesagt hatte, wichtig, eine Stabilisierung zu erreichen, damit wir nicht mehr Kandidaten fürs Kulturprozent sind, weil wir permanenten Theaterbetrieb vor uns hertragen, sondern die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir sportlich erfolgreich werden können. Dazu ist einer der wesentlichen Faktoren, dass wir Konstanz entwickeln, Konstanz auch insbesondere in der Führung mit den gleichen Werten agieren und uns dann mit dem, was wir in unserer DNA in uns tragen, auch differenzieren können. Da halte ich persönlich das Potenzial des TSV 1860 München für wesentlich höher als bei vergleichbaren Vereinen. Wir kommen langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen Business Lounge. Aber eine Frage habe ich natürlich noch. Wir sind ja im Jahr der Europameisterschaft. Sie sind ja jetzt hier die Experten, kennen sich fantastisch aus in der Sportwelt. Wer ist im Endspiel? Fangen wir mit Ihnen an, Herr Bayer. Ich hoffe auf Deutschland und halte das auch für einen berechtigten Wunsch. Herr Frey, was glauben Sie? Ja, ich bin der Gast. Klar, Deutschland. Wie heißt Fußball ist, wenn zum Schluss die Deutschen gewinnen? Aber Deutschland sicher, ja. Und Frankreich. Als Gastgeber, doch. Spannend, Herr Weg. Ich finde gute Tipps, möchte jetzt auch nicht langweilen. Ich glaube auch, setze auf Deutschland und Italien. Deutschland, Italien, das könnte auch nochmal eine ganz harte Nummer werden oder auch Frankreich. Es war schön, dass Sie hier waren. In dieser Runde hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen über das Thema Sportsponsoring. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, bis zum nächsten Mal und bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit an Bord sind. Auch einen herzlichen Dank meinen Gästen hier vor Ort. Hat Spaß gemacht. So. Ja, liebe Zuschauer, in diesem Sinne, jetzt geht's gleich wieder weiter im Programm. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald wieder. Tschüss.